Aber gut, wie gesagt, bis Februar ist noch ein bisschen hin. So ein paar Tage, so ein, zwei, vielleicht auch drei. Nein. Oh, da hier ist mich runtergefallen. Na gut. Sammeln wir hier alles ein. Graben uns hier gleich wieder hoch. Weil es so schön war. Ach schon, ja, diese dramatische Musik hier. Holzhacken! Baumfällen! Ich komme hier nicht hoch! So. War's das jetzt? Langsam mal? Schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Ich glaube, wir waren jetzt fleißig genug und haben hier alles weggeholzt. Ja, das sieht sehr gut aus. Gut, dann können wir uns ja hier wieder nach unten begeben. Denn irgendwo war noch der zweite Sandberghaufen. Erdhaufenberg, den wir uns gerade gemacht haben. Genau da. Müssen wir den natürlich auch wieder abbauen. Dann können wir das doch nicht lassen, Mensch. Wie sieht denn das hier aus? Da ist noch Holz. Haha. Da ist noch mehr Holz. Haha. Erwischt. Das müsste es jetzt aber gewesen sein, oder? Ja. Jetzt löst sich der ganze Krempel hier auch wieder auf. So. Dann sammeln wir das hier alles ein. Brian. So, was haben wir jetzt wieder an Holz? Nicht mal ein Stack. Das reicht doch nicht. Niemals reicht das. Niemals. Oh Gott, da ist noch mehr Holz. Verdammt. Ich finde es interessant, dass so ein Baum fast einen Stack gibt an Holz. War es das jetzt? Hat die Schnauze voll hier. Ich zünd den Laden hier gleich an. Ja, sieht gut aus. Die Blätter lösen sich auf. So. Nehmen wir hier mal die Bäume noch mit. Dann müssen wir bei Gelegenheit mal wieder anpflanzen. Gehen. Die ganzen Setzlinge aus der Kiste holen. Und hier irgendwo hinsetzen. Oh Gott. Wortspiel. Obwohl ich ja mal Wortspiele mag. Und hier muss auch noch irgendwo was drin sein. Da. War's das? Ja. Gut. Ja, komm, reicht erstmal ein Holz. Wir werden dann sehen. Scheibe! Hier ist keine. Okay. Haben wir noch genug? Ja, ein paar Steine haben wir noch. Können wir denn hier mal reinballern? Holen wir hier den Stein mal raus. Da haben wir keine Kohle mehr drin. Da ist noch Kohle drin. Der braucht Kohle. So, machen wir uns hier nochmal ein paar Steinchen, Steinziegel draus. So. Wow, ein Stein. Bin ja übelst. Oh, da können wir auch nochmal welche draus machen. So. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Kies rein. Eisen und die Sticks können wir auch mal jetzt da drin lassen. Wir haben ja so gesehen erstmal eine Weile so einiges an Crample. Setzlinge. Oh, da müssen wir auf jeden Fall einige setzen. Ja, haben wir ja noch drinne. Aber dann können wir auf jeden Fall erstmal 4, 5, 6, 7. Komm, wir holen mal 10 da rein. So, mal 14. Dann haben wir schon wieder fast einen Stack Holz. Dann können wir erstmal hier das Ganze so machen. So und so und so und so und so. So, so. Da kommt dann Decke hin. Hier genauso. So. Und so. Kompliziert, kompliziert. Obwohl man eigentlich auch mal was anderes dann verwenden könnte statt diesem Holz, aber
Ich weiß nicht. Wir sollten ja auch nicht vom Baustil abweichen, den wir jetzt hier haben. Ist richtig? Ja. Wollen wir ja nicht. Wir können ja dann immer noch variieren. Ich habe zwischendurch mal überlegt, ob ich den ganzen Außenwand nochmal abreiße, aber ich glaube, das wäre echt eine Zumutung, wenn ich jetzt das ganze Haus hier nochmal abreiße. Nur um es aus anderen Blöcken zu bauen. So. Erde weg. Und dann kommen hier nämlich die Steine rein. Und dann würde das Ganze so aussehen. Dann kommen dann die Kisten rein und dann ist das schick. Skipper! Ich hasse dieses Lied. Geht mir so mega auf die Eier. Ich wollte es glaube ich schon 100.000 Mal aus der Playlist rausnehmen. Aber irgendwie verpeile ich das immer wieder. Zum Kotzen! Aber gut. Müssen wir hier oben was rausnehmen? Da kommt da den. Ja, da kommt Decke hin. Decke. Ja, so war ich nicht. Okay. Kurz Denkpause. Nein, Denkpause. Komm, ich nehme die alle mit. Haben wir nicht noch. Dann machen wir hier das Ganze auch. So. Damit ihr erstmal wisst, wie das Lager. Jetzt ist es auch mega dunkel. Damit ihr mal ungefähr wisst, wie das Grab. Ja, wie unser Grab denn grob aussehen könnte. Ah, oh, Stimme. Ja, gut. Also hier oben die Erde wird dann hier drin. Rasten wir hier mal aus. Dann machen wir das hier alles raus. Da kommt dann wieder Erde rein. Stein. Der nicht. So nicht, mein Freund. So nicht. So. So. Und so. Hier kommt dann, wie gesagt, Decke hin. Das fällt dann gar nicht mehr auf. Ah, hier ein bisschen Fusch am Bau. Kann man ruhig mal machen. So. Und so. Das wäre dann ungefähr unser Lager hier. Das Ganze müsst ihr euch jetzt nur so halt vorstellen. In schön. So in schön. Und notfalls kann man ja dann auch hier diese Ecken. Ja, doch, ja, doch, ja, doch, ja. Hier ist noch mehr Pflasterstein. Beinahe. Wir haben keine Kohle mehr. Aber ich weiß, wo wir welche herbekommen. Nämlich genau da. Na, los. Kohle. Wir lernen jetzt schon wieder Level 41. Unglaublich. Wir müssten langsam echt mal was verzaubern. Die Frage ist dann natürlich unsere Spitzhacke oder unser Schwert, weil die Spitzhacke ist echt fast im Arsch. Lohnt sich nicht mehr. Ja, gut. Hey, 16 Kohle, damit kommen wir ja richtig lange hin. Gar nicht so schlimm. So. So. Der Stein kommt hierher. Und da rein. Können wir hier ein bisschen Erde ablegen. Ja, ein bisschen, dabei bleibt es dann wohl auch. Dann können wir hier langsam mal auch dann den Boden rausreißen. So als Abwechslung vielleicht mal. Einmal rundherum. Ja. Schön den Boden hier rausrupfen. Boden rausrupfen. Ich bin nur mal aufs nächste Lied gespannt. YouTube Audio Library. Voll schön. So, und ich sehe, in etwa 10 Minuten ist die Folge schon wieder vorbei. Beziehungsweise
Für euch müsste die jetzt ungefähr 10 Minuten laufen, wenn ich richtig von der Zeit her aufnehme und das dann auch dementsprechend schneide. Dann geht die jetzige Folge noch 10 Minuten und für mich auch die Aufnahme noch 10 Minuten. Und dann lege ich erstmal wieder ein Päuschen ein, werde mich mal mit dem neuen Videobearbeitungsprogramm Magix Movie Maker MX, Deluxe MX auseinandersetzen. Genau, Magix Video Deluxe MX, so heißt das Teil. Vorher hatte ich ja Magix Video Deluxe 17, was eigentlich schon ganz cool war. Aber man muss ja auch mal ein bisschen vorausschauen. Und ja, bei dem Programm wird halt versprochen, kürzere Renderzeiten, bessere Performance, alles schneller, alles schön. Und das wäre natürlich super. Und dann schaue ich vielleicht auch mal, ja, also wenn es so funktioniert, wie es funktionieren soll, dann bin ich schon mal zufrieden. Ansonsten muss ich mich wohl irgendwann mal, wohl oder übel, weiter umschauen nach einem neuen Programm. Was meinen äußerst hohen Ansprüchen auch gerecht wird. Ich weiß auch nicht, ob man denn mit dem Programm in 4K-Qualität, also Ultra-HD rendern kann. Das müsste man dann mal austesten. Das wäre natürlich Hammer. Auch wenn YouTube das leider so noch nicht darstellen kann. Aber eines Tages wird es kommen und wenn es kommt, dann sind wir vorbereitet. Und da geht uns schon wieder das Holz aus, ist ja unglaublich. Okay, aber der Raum ist ja auch zu Ende, das könnte knapp reichen. Ernsthaft? Drei? Wirklich? Sind noch Steine drin? Nehmen wir mit. Ach man, ey, kann doch so nicht arbeiten. Aber wir könnten uns jetzt nochmal, genau, hier haben wir ein Buch. Den Zaubertisch, den brauchen wir jetzt noch nicht. Da holen wir noch ein bisschen Erde rein. Genau, die Pflastersteine können wir noch reinballern. Was soll ich denn jetzt machen? Das wollten wir, das wollten wir. Genau, ich wollte Bücher herstellen. Ach Quatsch. Zack, zack, zack und zack. 30 Paper. Wie war denn das jetzt? So. 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 Und so haben wir 11 Bücher. 11 Bücher. Wo haben wir? Hier haben wir das Holz. Naja, okay. Sieht jetzt auch nicht so knallermäßig aus. So. Bücherregale, Bibliothekar haben wir geschafft. Da haben wir schon mal 3 Bücherregale. Das ist ja der Wahnsinn. 3 Bücherregale. 3 verfickte Bücherregale, mehr geht nicht. Ey, das ist ja ätzend. Ätzend. Da haben wir noch bei 6 Papier, Mensch. Mensch, ich lege das noch im Inventar, alles klar. Oh, jetzt habe ich das Holz reingepackt, ne? Ja. Okay, nochmal. So. So. Habe die Bücher auch weggepackt, oh. Also ein Bücherregal ist auf jeden Fall noch drin. So. Dann haben wir schon mal 4 Bücherregale. Die bringen uns jetzt aber nicht wirklich so viel. Und hier müssen wir dann das Schlafzimmer rausreißen. Auf jeden Fall. Gut. Soweit. So gut, Knut. Können wir hier nochmal ein bisschen was rausrupfen. So an Wand und dann können wir anfangen mit dem Lager. Und dann sortieren wir das gleich so ein, damit wir dann auch vorne bei den Kisten mal ein bisschen mehr Übersicht haben. Und allgemein geht das Ganze dann auch vielleicht ein bisschen schneller voran. Aber man kann es nicht versprechen. Ob
wir es schaffen werden. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Es wäre schön. Es wäre awesome. Ich bin dann wirklich kurz mal eben so geneigt, mein Schwert zu verzaubern. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. So ohne alles. Dann ist da halt bloß irgendein Krempel Stufe 1 drauf. Wir können natürlich auch, ja, das Problem ist ja, wenn wir die Bücherregale wieder abreißen, dass dann... Guck mal, ich kann mal hier so schön in die Mitte stellen. Sagen wir mal, hier ist jetzt die Mitte. Ist denn hier die Mitte? Hier so? Nö. Hier ist die Mitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es gibt keine Mitte. Warum nicht? Das ist ein zwei breiter Gang. Warum? Wieso? Egal. Komm, wir hauen das. Nein, eigentlich die Spitzhacke. Eigentlich können wir beides verzaubern hier. Sieben das höchste? 8 ist das höchste. Ich mag das Lied. Na komm, noch irgendwas mit 8. Glück, 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 Glück. Glück, 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 Glück. Jetzt kommt hier keine 8 mehr, oder was? Ich kann so nicht arbeiten. Los, gibt mir jetzt was Ordentliches hier. Okay, mal nochmal. Ich will jetzt hier 8 Level verballern. Leute! Wir haben jetzt... Da ist 8. Ernsthaft? Nemesis der Gliederfüße am Arsch. Was soll man denn damit? Ja, es wäre doch viel cooler, wenn man sich hier... was selber reparieren könnte. Oh, effizient, sehr schön. Ja, die Eisensachen, die brauchen wir jetzt nicht verzaubern. Andererseits, spätestens bei der nächsten Höhlenerkundungstour möchte ich schon irgendwie was vorweisen können. Schusssicher. Aber ich möchte ja hier gern Federfall drauf haben. Explosionsschutz, naja, gut. Schutz. Und... Oh, wir haben keine Level mehr übrig. Naja gut, verzauberte Rüstung, verzaubertes Schwert. Kann man auch schon mal mitarbeiten. Und, oh. Jetzt habe ich hier schon wieder ein bisschen rumterminiert. Finde ich nicht so geil. Tja. Was machen wir denn jetzt nur? Effizienz 1, Alter, am Arsch. Jetzt haben wir 40 Level verballert für nix. Aber gut. Immerhin haben wir hier so ein bisschen Explosionsschutz, Schutz und Schusssicher und nix und... Ja, gut. Kann man schon mal machen. Pilz. Wir müssen doch mal bald in den Nether. So ungern ich das möchte. Wir hätten doch den Bogen verzaubern können. Verdammt. Also nicht den Bogen, sondern wir hätten uns einen neuen machen können. Können wir ja mal austesten, ob das immer noch so funktioniert. So. So. Nee. So. Nicht so. Keine Ahnung, ey. Ja, das würde keinen Sinn machen. Okay. Keine Ahnung, kein Plan. Müsste man mal recherchieren, aber darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so nicht Lust, weil so wichtig ist dieser Bogen nicht. So, ich bin auf jeden Fall der Meinung, wir müssen hier in unseren Safe Room die Folge beenden und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Die wird auf jeden Fall dann morgen kommen, wirklich. Diesmal, ich schwöre es, ich werde nicht krank werden, ich gebe mir Mühe. Also, danke fürs Zuschauen, schreibt in die Kommentare, was ich da die ganze Zeit so gefaselt habe, nee, Themenvorschläge. Hintergrundmusik, Vorschläge
und Servervorschläge und all möglichen Krimskrams. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, bis denne und ciao.